Ist er dann die ganze Zeit? Was sagst du denn, Watson? This Robinson fellow seems suspicious to me. Oh Gott! Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Alles klar, Heilampe, ich möchte bitte wieder runtergehen. Oh Mann. Okay, ja, er kommt mir auch sehr komisch vor, deswegen weiß ich gerade nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ob er jetzt wirklich dran schuld ist oder ob das jemand anderes war, ist gerade schwer zu sagen. Aber er bleibt die ganze Zeit da und beschwert sich anscheinend. Aber es sei nur, damit er jetzt nicht so, ach ja, ist mir scheißegal, damit denken, ach, interessiert ihn ja gar nicht, was soll das denn? Man muss natürlich so austicken, ne? Ich meine, das ist ein Prototyp, der hat, der sollte viel Geld einbringen. Und bei solchen Geschäftsleuten könnte man sich immer sowas vorstellen, ne? Dass man, oh nee, dass man, also dass die sowas machen, damit die noch mehr Geld bekommen. Das sind ja meistens, oder auf Betrüger, man sich im Penner. Kann ich mit ihm sprechen? Ich kann laufen, ich vergesse immer wieder, dass ich laufen kann, verdammt. So, kann ich mit ihm sprechen? Ja, er möchte sein Geld. Ah ja, er möchte sein Geld auf jeden Fall haben. Deswegen ist er hier. Auf wegen der Versicherung. Don't touch anything, please. Ich dachte, er sagt, fassen Sie mich bitte nicht an. Sie ekelhafter Kerl. ist hier noch irgendwo was? Hey Typ, kann ich mit dir reden? Der scheint nicht wichtig zu sein. Okay, dann fahren wir mal eben zu Chesterfield, wie auch immer das heißt. Und werden dort mal gucken. Weshalb man dieses komische Telegramm bekommen hat. Chesterfield. Chesterfield. Danke. Ich hoffe, man hört nicht so laut den Controller. Das wäre ein bisschen blöd. Ich würde eigentlich schon sagen, dass er was damit zu tun hat, ne? Das würde ich eigentlich schon sagen. Fortfahren. Wäre halt schlau. Von ihm. Vielleicht war er auch bis... dieser Prototyp gar nicht so viel wert, wie er die ganze Zeit sagt. Mal gucken. Guten Tag, ich bin da. Abfalleimer. This bin is full of empty bottles. Da hat jemand wohl ein bisschen gesoffen, deswegen hat er so eine scheiß Nachricht geschickt, wo man aber nichts erkannt hat. Hallo. Na, schon ein bisschen, aber halt mit vielen Rechtschreibfehlern, ne? Hallo, ist jemand da? Oh, was ist das denn? Telegramm. Und ein Telegramm. Ein Morse-Code-Alphabet. Oh nein. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Damit man es nicht vergisst. Ne, damit man das nicht vergisst, hat man es halt hier liegen. Der ist doch besoffen, ne? Der hat doch bestimmt ein bisschen gesoffen. Was sagst du dazu, Watson? Watson? This Robinson fellow seems suspicious to me. Oh Gott, nicht dein Ernst. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18:72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Wenn er uns überhaupt irgendwas sagen kann. Seine Nase und so, alles ist ganz rot. Oh. Da. Gerötete Nase, gerötete Wangen. Sonst nichts, okay. Dein Öhrchen. Oh, da. Was ist das? Saubere Kleidung. Ich habe eben gelesen, geröstete Nase. Moment, ich muss kurz was gucken. Gut, ich nehme wirklich auf. Das ist ja wunderbar. sonst? Ach, der ist auch verheiratet. Mein Glückwunsch. Vielleicht ist er ja deswegen... ein bisschen besoffen. Flachmann. Irgendwas mit Angsthase oder Angsthose. Angelschnur, weißt du? Habe ich richtig erkannt. So. Er geht angeln. Braver Kerl. So, was geht denn hier so ab, hä? Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No. Nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so. No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Was für ein anstrengendes Leben er doch hat. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work.
So what? There's no need to be so petty. Oh, Moment. Oh. Alkoholiker Binge. Binge? You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Aber er hat doch sein Brot nicht aufgegessen. No. Penner. Chesterfield forscht eher unzuverlässig und das Telegramm aus Chesterfield. Ja, er ist einfach behindert. Da. Passierte Chesterfield. Der Zug, passierte? Achso. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofversteher unleserlich ist und Fragen aufwirft. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofversteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Aber man weiß es nicht. Wo sind die jetzt alle ausgestiegen? Moment mal, ich bin gerade verwirrt. Das wollte ich gar nicht. Ich bin gerade verwirrt, weil jetzt hier, ne? Kamen die von Bridlington zu Chesterfield und dann zu Evesham, wo wir dann fahren sollten? Und in Evesham kamen die nicht an und in Bridlington sollten die alle aussteigen, ne? Aber wir haben den ja dann abends in Evesham gesehen. Lesen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug oder suchen Sie sorgfältig den, den Bahnhof von Chesterfield. Oh Gott, ich bin ganz raus, weil ich aber beim letzten Mal, als ich den ersten Part vom neuen Fall nicht... Ich habe da nicht so gut aufgepasst. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Aber kann ja sein, dass er den trotzdem gesehen hat. Und dann dachte sie sich so, okay, der kam an und ich bin gerade verwirrt. Wann wurden die? Na. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ich mach's nochmal ganz kurz, dass er nicht hier lang gefahren ist. Ich kann das ja nachher immer noch wieder ändern. Das ist gerade. Ich bin gerade selbst verwirrt. Warum habe ich beim ersten Part nicht ganz aufgepasst? Scheiße, ich hasse mich jetzt. Fishing Advertisement. Er ist ein Angler, ja, das wissen wir ja. Er ist begeisterter Angler, hat eine Angelschnur immer dabei für den Notfall. Ja, ja, so sind so die Leute. Ne? Und leider gibt mir Watson auch keine Tipps. Kann man sehen, ob der Zug lang gefahren ist? Nein, okay, scheiße. Ich bin jetzt total... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das Problem ist, ich höre auch gerade nicht mit Headset, weil ich mein Headset mal wieder verloren habe. Und deswegen weiß ich auch nicht genau... Also, es ist schwierig, ohne Headset richtig zuzuhören irgendwie, weil man es aber nicht so direkt im Ohr hat. Das ist mein Problem. Ich habe es aber nicht so direkt im Ohr. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen, ob ich das alles jetzt richtig im Kopf habe oder nicht. Mann, ist das scheiße. Hier sind locked. Die Abbrüche. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay, alles klar, machen wir. Mal wieder. machen wir mal hier. Bestimmt nicht ganz so schwer wie bei Lee. Wie bei Lee. Warte, ich hätte das hier... Oder da, das geht auch. Okay, und dann müssen wir das hier... Obwohl, nee, ist doch richtig, ne? Ist doch richtig. Hier. Oder nicht? Doch.
Warte, dann hole ich mir kurz das hier so hierher und dann das hier so hierher. Und das. Und das hier so hierher. Nee. Das hier. Ja, wollte schon sagen, ist doch richtig. Verwirrt mich nicht, Leute. Mann. So, wir haben es gehört. Ohne, dass er hinschaut. Wow. R1. Oh, guck mal. Boden. Der Boden sieht nicht schön aus. Das ist ein Kratzer. Oh. Bags were recently dragged here. Okay. Noch mehr Flaschen. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Heißt das jetzt, dass der Typ sich hier das rausgenommen hat? These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Railway post bags. Oder haben die anderen... Nein, vielleicht kam extra jemand und hat mit ihm gefeiert, hat ihm ein bisschen was gegeben. Oder die wussten, dass er ein Problem mit Alkohol hat und haben hier extra diese Lieferungen gehabt mit den ganzen Sachen. Und hat ihn dann betrunken, also die haben ihn damit extra betrunken gemacht, damit die hier locker vorbeikommen können. Steht ihr? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ein anderer Fall war doch leichter. Ich will aber gerade nicht ausmachen, was ist mal wieder richtig spannend, aber hier ist wahrscheinlich auch nichts. Zum Glück gibt er mir immer die Meldung, wenn ich diese Sicht einsetzen soll. Watson, bitte kommen Sie mit, danke. Und hier rein. So, Sie behinderter Penner. Morsecode. Brauchen wir den für irgendwas? Gott, die Frau. Ah, oh, mein Fuß. Mir ist halt ein Hund auf meinen Zeh gelaufen und das tut verweh und blutet da voll. Voll blöd. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ja, jetzt weiß ich schon, was passiert sein könnte. Da habe ich ja eben schon erwähnt, dass er nicht alleine angefangen hat zu trinken, sondern dass ich schon zu ihm kam und das feine Zeug da gesehen haben und oder haben sie es mitgebracht und haben ihn dann schön betrunken gemacht, damit sie das alles hier machen können. Ja, das ist so. Beim Bahnhof von Chesterfield haben wir eine Reihe von kürzlich benutzten Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen von Aktivitäten an dem Bahnhof. Alkoholiker Binge. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. Okay. Wir haben hier eine Person verpasst, ne, da oben. Wer ist denn das? Chesterfield Vorsteher. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seine Nase beweisen, das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Guck mal, der arme Typ hier, der ist voll drauf, wird fertig gemacht und der kann einfach gar nichts. Ich wollte noch irgendwas kurz schauen wegen den Gesprächen mit ihm, genau. Was hat er denn gesagt? Guck mal, er hat gefragt, ist er 18 Uhr Zug angekommen, hat er gefragt, ne? Entschuldigung. Ja, er wusste auf jeden Fall nicht, dass der Zug schon kam. Der kam nie an, er wusste es nicht. Er hat es einfach so gemacht. So, das war schon mal das Wichtige, was ich eben brauchte. Jetzt bin ich mir auch sicher, dass er keine Ahnung hat, was hier abgeht. Und Watson, beruhigen Sie sich. Okay, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen den Bahnhof von Chesterfield sorgfältig untersuchen. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir hier irgendwas vergessen? Was habe ich denn vergessen? Waiting Hall.
Hier war ich schon drin, oder? War hier irgendwas Wichtiges, was man sich anschauen musste? Ich glaube nicht, oder? Weil ich bin hier lang gegangen. Das ist die Tür. Lang gegangen und dann kam da auch nichts. Da. Feuerchen. Oh, Erntenfeuer. Ganz böse. Und ganz viele Zeitungen. Hm. Sollen wir vielleicht mal hier draußen langlaufen und gucken, ob da irgendwas gemacht wurde? Kann ich darauf? Oh Gott. Ja. Er ist runtergeflogen. Kann man da langlaufen und gucken? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, oder? Alles klar, alles klar. Ich wollte doch nur gucken. Steht doch mal. Okay, dann gucke ich halt da hinten. Was soll ich mir denn hier noch anschauen? Weil hier erkenne ich gerade eh nichts. Und hier lang sollten wir wahrscheinlich auch nicht laufen, ne? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, da soll ich auch nicht lang. Dann wäre es, wenn wir kurz zu Evesham gehen. Oder wir reden kurz mit... Oh, da hinten wird es, glaube ich, dunkel. Wir reden kurz mal mit Bertram. Und fragen... Oder erklären ihn das mal, dass er betrunken ist. Und... Ach nee, dann... Damit er ihn gleich anschwärzen, das ist auch nicht schön. Obwohl er das verdient hat, der Penner. Wir wissen nicht mal seinen Namen, oder? Von Chesterfield? Oh, das kann sein. Hallo, Watson. Ich muss mal eben kurz mit meinem Kollegen hier sprechen. Mit dem alten Mann, der mir eigentlich am sympathischsten war. Weil alte Männer... Die toll sind, also die ihren Job gut machen, die sind meistens sympathisch. Hi. The entire train has disappeared. It's a disaster. Okay. Dann würde ich sagen, Watson, beruhigen Sie sich. Er will gerade ein bisschen Sport machen, Joggen, Ausdauertraining und so. Bild linken. Oh Mann, ey. Ja. Was machst du mit deiner Hand da? Und warum boxe ich so vor? Könntet ihr euch bitte beruhigen? Das wäre ganz toll. Nee. Und fortfahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle es gibt bei diesem Sherlock. Das ist 4 oder 5? 3? Ich glaube 4 oder 5. Kann das sein? Ich glaube. Hi. It's a scandal. An absolute outrage. Ja. I will not move from here. Ach, halt die Schnauze. Was war das denn? Was war das? Ach, war das eine Tür öffnen? Oh, ups. Nee, ah doch, Tür. Oh, man verwirrt mich doch nicht. So, hallo. Don't touch anything, please. Ich fasse das jetzt an. A telegraph. Ja. Hast du es gesehen? Ich hab's angefasst. Ja. Ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen in Chesterfield. Aber was? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch irgendwas finden muss wegen den Werkzeugen. Ich guck mal kurz, was ich höre. Hinweise und so. Hab, Crime and Punishment. Das Buch. Geil. Liest schon mal seine Geschichte, damit er sich ein bisschen spoilern lässt und was das halt zu tun hat. Danke. Okay. Oh, mir wird gerade ganz komisch. Wir haben hier die Streckenkarte. Würde ich mir gerne anschauen. Zugzusammenstellung. Dann wusste ich, dass das ein Sonderwagen war. Ein Sonderwaggon. Der Zug war verspätet. Robinson stieg aus, weil er ein Telegramm erhalten hatte. Darin stand, dass sich eine wichtige Person, ein gewisser Mr. Bromsby, mit ihm im Wartesaal des Bahnhofs von Bridlington treffen wollte. Ja, die kam nur bis Bridlington wahrscheinlich. Die Besitzer der Firma Barkassas, keine Ahnung, blieben am Bahnhof von Bridlington an Bord des Zuges, während alle anderen Fahrgäste den Zug verlassen mussten. Den Versicherungsschein, unerfahrener Vorsteher. Guck mal, er nimmt die Arbeit sehr ernst. Er passt auf. Also er ist schon mal ein guter Typ. Alkoholiker-Binge. Er war stark angetrunken. Der Bericht des Bahnhofsverstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so von Fehlern. Und das kannst du verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug den Bahnhof passiert hat. Also die haben am Bahnhof keine Tätigkeiten gehabt mit dem Werkzeug. Jetzt ist die Frage, was ich hier denn noch so finde, weil ich muss auf jeden Fall noch was finden, das ist meine Aufgabe, dass ich hier in Chesterfield noch was finde. Die Frage ist halt nur gerade, wo, ne?